Ja, netter Song. So, letzte Episode, Ende letzter Episode, ne? So, dann, ich kann überall Hört hin, wo mal, ich will. Barde, ich schulde euch viel. Aber lasst eure Pfoten von meinem Schatz. Ach, Nur schade. bewundert. Ich Nur habe nicht vor, euch bewundert. zu bestehlen. Nein, nein. Im Moment. Im Moment doch nicht. So, aber jetzt darf ich wahrscheinlich zu den Dorfbewohnern. Ich darf jetzt überall hin, hat er gesagt. Sind die Stadtbewohner noch? Ja. Also übrigens so, ihr kennt es ja auch vom Auto, mein Lieblingssong. Ja, ich komme da immer noch nicht rein. Warum ist das so? Jetzt stehe ich aber da. Ich komme auch nicht an die ran irgendwie, ne? Hallo. Kommen Sie mal ran hier. Junge Frau. Was ist mit euch? Habe ich einen Abenteuerauftrag? Hauptaufgabe zum Wald. Zerschlagt viele Fässer. Geht ihr freiwillig oder müssen wir nachhelfen? Hier drüben, Männer! Es gibt Ärger! Geht ihr freiwillig oder müssen wir nachhelfen? Nein! Hör die wieder auf? Hör die wieder auf? Ich sehe immer. Kommen die mir hinterher? Ah! Weg! Hold up! Mal kurz speichern. Das war falsch. Das war ein Fehler. Wie geht's denn hier raus? Verdammte Axt! Verdammte Axt! Die kommen jetzt sicher hinterher, oder? Huiuiui. Oh Gott, das sind ja wieder alle. Das sind ja wieder alle. Kann ich rein? Sind die dann noch da? Oh Gott. Okay. So, unter euch. Oh. Ja. Und die. Nee. Ah, das wollte ich ja eben nicht. Entschuldigung. Da, zurück. Ach nee, zu da. Ja, ich muss mich da mal kurz umhauen, weil. Vielleicht ist das dann Strafe genug. Und so endet die Geschichte des Barden. Endlich habe ich das hinter mir. Ich will nie wieder auch nur eine Zeile über diesen verdammten Barden lesen. Ich bin ja jetzt zwischendrin mal. Das ist jetzt eher schlecht, ne? Da kommen die jetzt wahrscheinlich gleich! Wo kann ich denn jetzt hin? Wo kann ich denn jetzt hin? Da hinten war die. Das bringt mir eigentlich alles nichts hier, ne? Warum habe ich es mir jetzt eigentlich mit denen verschissen? Warum habe ich es mir jetzt mit denen verschissen? Hey, was? So. Also ich renne jetzt gerade mal weg. Ja, wir sind uns da jetzt auch gerade einig, dass ich das jetzt mal mache. Aber. Okay, ich hole mir jetzt erstmal nochmal. Ich muss mir gerade ein bisschen einen Plan überlegen, was ich jetzt mache. Ich werde euch verzeihen. Ich wollte das eigentlich nicht. So, jetzt muss ich nur irgendwie an denen wieder allen vorbei. Bereit für den Kampf. Am besten ist es ja eigentlich durchzurennen, ne? Sollte am besten hinhauen. Ich muss nur den richtigen Weg immer gleich finden. So, ich blende jetzt mir einfach mal die Karte ein. Das kann ja schon helfen. Die brauchen immer Gott sei Dank ein bisschen länger, bis sie schießen. Insofern habe ich immer die Möglichkeit, so ein bisschen durchzubrechen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Durchbrechen, durchbrechen, durchbrechen. Nein, durchbrechen, nein. Durchbrechen, nein.
So endet die Geschichte des Barden. Ja. Ich habe immer nur den letzten Speicherstand. Und da wurde ich gejagt. Komme ich hier nochmal rein? Kann ich mich hier nochmal absolutieren lassen? Kann ich mir von dir eine Absolution irgendwie holen oder so? Warten die jetzt wieder draußen und hauen mich um? Ach komm. Jetzt kommen sie gleich wieder, oder? Kommen sie jetzt gleich wieder? Ja, das sind sie schon wieder. Siehst du? Das ist wie so ein scheiß Trigger irgendwie. Mann, das ist gar nicht lustig jetzt. Was soll ich denn jetzt machen? Rein vielleicht? Einfach rein? Und diese Tür da? Und dieses Tor? Da bringt nichts, ne? Ne, da komme ich einfach nicht rein. Und so endet ja, aber das ist die doch jetzt Geschichte des Barden. Ah, ja, genau. So war das nicht geplant. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, ihr habt es gemerkt, ne? Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen übersprungen. Die Wikinger lassen sich nur bekämpfen. Also es hilft nichts, wegzulaufen oder sonst irgendwas. Die sind sauer auf dich. Jetzt auch noch, also wenn du sie anstupst oder irgendwas, gehen sie sofort auf dich los. Beste Verteidigungsart ist hier eigentlich der Leibwächter. Und unsere Ratte. Wer hätte es gedacht? Die, wenn sie zieht, ziemlich gut Schaden macht und dann ausreichend auch reicht für die Wikinger. Ich stehe zu eurer Verfügung, wenn man sich in Bewegung hält und schaut, dass der Leibwächter immer wieder ab ist quasi, dann hat man eigentlich gar keinen Stress. So, diesbezüglich haben wir jetzt auch hier die Dorfältesten. Und die Truller hier drüben, die kann ich zwar noch nicht anquatschen, aber ihn hier. Das heißt, ich werde ihn jetzt halt einfach noch schnell anreden und danach gehen wir noch zur Waffenkammer. Lasst den Barden hochleben, euren neuen Helden. Ihr könnt von Glück reden, dass wir euch überhaupt leben lassen. Noch dazu, nach allem, was ihr uns angetan habt. Aber sei's drum, wir brauchen eure Hilfe. Der Feind hat Verstärkung angefordert, mehr als ihr allein bewältigen könnt. Aber mit eurer Magie und eurer Hilfe können wir sie schlagen. Muss mir die Brille runtersetzen und sehe ich besser. Machen wir es auf Baden-Style, oder? Wohl kaum. Was mir gerade noch fehlt, sind ein Haufen wütender Wikinger auf der einen und eine Meute undankbarer Stadtbewohner auf der anderen Seite. Ich arbeite allein. Ihr seid kalt wie eine Hundeschnauze. Aber wir werden euch gleich noch kälter machen. Aha, nett. Ihr seid also zurückgekehrt. Seid ihr zur Besinnung gekommen oder seid ihr nur im Kreis gelaufen? Aha. Wollte nur mal sehen, wie ihr reagiert, wenn man ein paar falsche Hoffnungen weckt. Sorry. Hat Spaß gemacht. Macht sicher noch mehr Spaß, zuzusehen, wie die Wikinger euch abschlachten. Nett. So, jetzt aber. Entschuldigung. Ihr seid also zurückgekehrt. Ja. Seid ihr zur Besinnung gekommen oder seid ihr nur im Kreis gelaufen? Geht so. Normalerweise könnte ich es allein mit Ihnen aufnehmen. Aber da ich heute etwas unpässlich bin, lasse ich euch raus. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn ihr schnell das Tor öffnet, machen wir uns bereit zum Angriff. Ja, auf mich wahrscheinlich. Okay. Und nun? Jetzt hauen sie mir gleich aufs... Oh, oh.
Ich hab so eine Befürchtung. Ah ne, okay, die sind jetzt bei mir. Aha. Was ist mit ihr hier? Wir hatten selbst mal einen Barden, bevor die Wikinger ihn als Zielscheibe benutzt haben. Hier, sein Instrument wird er wohl nicht mehr brauchen. Yeah! Ja, damit haben wir doch schon eine schöne kleine Armee. Ihr seid es, nicht wahr? Ihr seid der nichtsnutzige Schwindler, von dem meine Mama mir erzählt hat. Deine Mama. Hey, sag nichts. Du bist das grottenhässliche Balg, von dem jeder redet. Sorgt euch lieber um euer bestes Stück, als um das Gemüt dieser Leute. Manche von ihnen haben die wundervolle Gabe, Menschen zu durchschauen. Arschloch. Oh. Es heißt, ihr könnt von Glück reden, dass... Ja, ist schon gut. So, jetzt halt. Wahrscheinlich hätte ich... Aha, jetzt guck mal an. Ja, jetzt könnte man ein bisschen... Ja, das war Schaden. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Hallo, Karl? Alles in Ordnung bei euch? Snorri, seid ihr das? Ey, macht auf, ich bring euch Bier. Bier? Warum sagt ihr das denn jetzt erst? Okay. Wo ist das Bier? Oh, er hat Snorri und Karl umgebracht. Zurück, ich werde ihn aufspießen. Den Teufel werdet ihr. Ich hab ihn hier reingelockt. Reingelockt? Er hat euch rausgelockt. Ihr wolltet bloß das Bier. Wollte ich nicht. Ihr habt immer bloß Bier in der Birne. Hab ich nicht. Ein leichtes Dessertweinchen ist auch nicht zu verachten. Besonders zum Obst. Ihr dürft jetzt beide den Mund halten. Bier, Bett. Komm schon, Schweinchen. Ja! Jawollo! Weil ich hab da keine Ahnung, wie lange ich vorher experimentiert habe, welche Taktik mit welchem Companion am besten läuft. Das war ein Scheiß, ich sag's euch. Ja, was ist denn hier los? Jawoll! Ja. Und ein Ring. Noch was? Hab vergessen. Boah, guck dir mal an hier. Klipper. Oh, schön, schau mal. Oh, ja. So mag er es gern. So, jetzt gucken wir mal. Ausrüstung haben wir. Breitschwert. Ja, schön. Ja. Sehr gut. Wir haben noch ein Artefakt bekommen. Dieser Talisman wurde von den Trove Narv mit einem Zauber belegt, der sein bescheidenes musikalisches Talent verbesserte. Nun, der neue Besitzer des Talismans hat diese Verbesserung mindestens so nötig wie der alte. Dieser Umhang gehörte früher dem selbsternannten König der Trow, Bruni. Bruni ist zweifelsohne auf der Suche nach demjenigen, der ihm den Umhang gestohlen hat. Hoffen wir, dass er den Barden in einem der späteren Kapitel erwischen wird. Wir haben den nicht gestohlen, wir haben den gerade gefunden, Entschuldigung. Also, Unverschämtheit. Unverschämtheit. So. Oh, jetzt müssen wir aber... Jetzt muss ich aber hier wieder... Moment, naja. Ja, sehr schön. Hohoho.
Ja, das ist jetzt nicht mehr so kompliziert gerade, ne? Oh, wir haben ja jetzt richtig Platz hier, guck mal. Wir können 3 Companions ausbilden hier, also befüllen. Guck mal. Schick. Ja, so läuft es. Hier räumen wir jetzt noch schnell auf, ne? Seid ihr dabei, oder? Sehr gut. Guck mal, wie der einschenkt. Alter Verwalter, hier haben 9. Wie die kassieren hier im Moment, ey. Kiste. Pass, links. Die ragen übrigens, wenn sie einen gewissen Schadenslevel erreicht haben. Gehen die in so einen Berserker-Modus anscheinend und kriegen dadurch nochmal ein bisschen mehr Schaden. Was vorher auch relativ anstrengend war. Also es hat zumindest nicht viel Spaß gemacht vorher. Oh, meine Ratte. Moment. Die brauchen wir schon, die macht hier nicht unwesentlichen Schaden. Oh, schön, neue Stufe. Jetzt geht's dahin. Zwischendurch mal einen schnellen Speicherstand nehmen. So. Ich steig mal schnell auf für euch. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden, sodass er im Kampf schwerer zu besiegen ist. Gern. Und wir aktualisieren das hier mal so. Und ermöglicht es dem Barden, Pflege zu benutzen. Schmetterschilde klingen. Oh Gott. Ermöglicht es dem Barden, bei seinen Gegnern einen kritischen Treffer zu landen, der zusätzlichen Schaden verursacht. Das ist gar nicht mal schlecht. Spielen. Okay. Oh, der schmeißt mit Sachen. Kann man machen. Aber nicht mit dem Barden. So. Sieht noch nicht mehr viel Gegenwehr hier aus. So. Na, geht doch. Muss ich jetzt hier nochmal irgendwas abschließen? Weil hier draußen habe ich ja jetzt alle. Hier kann ich erstmal noch nichts machen. So, das heißt, wir speichern jetzt mal kurz. Und ja, dann würde ich sagen, naja, ihr merkt schon, was kommt, ne? Viel Spaß in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.
und herzlich willkommen. Des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe, es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur mein Liebling spontan. Und falls ihr es bis hier echt ausgehalten habt, dann gebührt euch Respekt. Und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.